zur Siegerehrung auf dem Podest ganz oben stehen, ist natürlich das Schönste für einen Sportler. Gerade für den Nachwuchs kann so ein Erfolg unglaublich motivierend sein. Doch davor steht, wie überall, ganz viel Training und natürlich ein Wettkampf. In diesem Fall das Kreisranglistenturnier des Tischtennis-Nachwuchses. Ursprünglich in Rottleberode geplant, musste dann kurzfristig Ersatz gefunden werden. Riestedt, wieder einmal, möchte man sagen, sprang ein. So standen sich am Samstag die Schülerinnen und Schüler der Altersklassen A und C an den Platten gegenüber und am Sonntag dann die Schülerinnen und Schüler der Altersklasse B und die Jugend männlich-weiblich. Neben dem eigentlichen Turnier ist es für die Sportler wichtig, Spielerfahrung zu sammeln, sich am Können anderer selbst trainieren und natürlich die Aufregung während eines Wettkampfes unterdrücken lernen. Zum Glück gibt es, wenn man mit seinen Ideen am Ende ist, Rat und Tat von den Trainern. So manches Spiel konnte mit diesem Wissen nach einem verlorenen Satz noch gedreht werden. Doch es knirscht im sonst eigentlich gut geölten Tischtennisgetriebe. Jan Klepzig beklagt, dass an diesem Wochenende nur 60 Teilnehmer aus 7 Vereinen antreten. Für den Tischtennissport ein schlechter Wert. Sicher trägt die Grippewelle einen Teil der Schuld, doch zu viele Vereine melden die Qualifizierten aus den Minimeisterschaften nicht an, obwohl dies möglich wäre. Vorbildliche Arbeit leisten da eigentlich nur die Vereine in Riestedt, Hettstedt und Klostermannsfeld. Wie auch immer, die Besten, ganz konkret die Ersten jeder Altersklasse vom vergangenen Wochenende, werden in wenigen Tagen erneut in der Riestädter Sporthalle stehen. Am 24. und 25. März steht dann das Bezirksranglistenturnier auf dem Terminkalender. Hier die Ergebnisse der Kreisrangliste. Bei den jungen Einzel siegte Marian Markel vor Franz Deutschmann, beide vom Alemannia Riestedt. Den dritten Platz belegte Max-Peter Dimmel vom SSV Alsdorf. Im Einzelmädchen verteilten die drei Starterinnen die Plätze wie folgt. Lisa Scheiner von Riestedt siegte vor Emily Naumann von der Spielvereinigung Röpplingen vor Sportfreundin Hua vom MSV Hettstedt. Im Schüler A-Einzel siegte Franz Deutschmann vor Franz Schubert und Tafi Rudolf, alle drei aus Riestedt. Das Schüler B-Einzel konnte Tim Bartel vom TTV Klostermannsfeld für sich entscheiden. Tefis Schneider von Alemannia Riestedt sicherte sich Silber vor Steffen Obhus von SG Stolberg. Im Schüler C-Einzel gingen die ersten beiden Plätze nach Riestedt an Milo Simon und Toni Mai-Hü. Den dritten Platz belegte Paul Wokon vom BSC Siebigerode. Bei den Schülerinnen A-Einzel siegte Nelly Wachsmuth, Alemannia Riestedt, vor Melanie Blume, BSC Siebigerode und Sportfreundin Hua, MSV Hettstedt. Das Schülerinnen B-Einzel konnte ebenfalls Nelly Wachsmuth für sich entscheiden. Platz 2 ging an Antonia Bonk vom MSV Hettstedt und Platz 3 wieder nach Riestedt an Emma Schneider. Diese konnte im Schülerinnen C-Einzel vor Finja Linkslebe siegen.